Bühne die Gebrüder Moped. Einen wunderschönen guten Abend, hallo. Ah, wir sind die Gebrüder Moped. Ja. Mann, wir freuen uns auch, gell? Wir sind so glücklich. Österreich geht neuen Zeiten entgegen. Ah, im Mittelpunkt steht jetzt endlich wieder die wirklich gute alte Familie. Vater, Mutter, Gebrüder. Das ist so... Ah, ja, wobei, also da gehst du schon von einem sehr alten Familienbild aus. Ne? Also das ist ja Vater, Mutter und drumherum scharen sie die ganzen kleinen Mopetten. Das gibt es ja nimmer. Nimmer? Gar nimmer? Naja, geht schon, aber nur mehr zu 30%. Also nur mehr 30% der Menschen leben innerhalb einer solcher Kernfamilie. 70% leben mittlerweile vollkommen anders. Wirklich? Ja, ja, und zugegebenermaßen, das ist alles sehr verwirrend und dementsprechend haben wir uns gedacht, heute zur Veranschaulichung bringen wir sie heute mit. Die neue österreichische Kernfamilie. Ja, ja, die erste zentrale Figur dieser Familie ist sie. Ja. Sie werden sie sicher alle kennen, vielleicht jetzt nicht, also von Gesicht her, aber sie haben sicher schon ganz oft von ihr gelesen. Es ist eine Frau, die hat primär Sorgen, Nöte, Ängste, nicht? Aber das Schöne ist, diese Sorgen, Nöte und Ängste werden ernst genommen. Den ganzen Tag. Es ist die berühmte alleinerziehende Supermarktkassierin. Das ist die alleinerziehende Supermarktkassierin. Ja. Mit irrsinnig vielen Sorgen, Ängsten und Nöten, um die sich die Politik natürlich kümmert. Ja. Und zwar 4 Wochen vor der Wahl, genau bis zum Wahltag. Ja. Wer am Montag nach der Wahl, richtig, ja, ja, da gehört ein Applaus. 4 Wochen höchste Obsorge für die alleinerziehende Supermarktkassierin. Die ist super. Aber am Montag nach der Wahl darf dann der Lebensmittelkonzern natürlich wieder seiner Kassierin einen scheiß Lohn zahlen, darf sie um Steuern drücken, darf sein Vermögen in irgendwelchen Stiftungen parken oder vielleicht in der Karibik. Da kann man sich halt nicht mehr so darum kümmern, wie sie ihre Miete zahlt oder die Kinderbetreuung. Ja, jetzt ist es natürlich am ersten Blick, es ist noch keine Familie, nicht? Also so ein Wurzdrum, aber da ein kleines Ding, aber da braucht es noch wen. Nicht? Da kommt er ins Spiel. Kleine Mann von der Straße. So schaut das er aus. Ist ja, das ist der kleine Mann. Falls Sie ihn bis jetzt noch nicht gesehen haben oder nicht wussten, wie er aussieht, so schaut er aus, der kleine Mann von der Straße. Und der kleine Mann von der Straße hat natürlich noch viel mehr Sorgen, noch viel mehr Ängste, noch viel mehr Nöte als die alleinerziehende Supermarktkassierin. Und die haben miteinander so viele Sorgen, Ängste und Nöte, dass man sich irgendwann einmal fragt, warum heiraten die nicht miteinander? Ja. Naja, muss man sie nur anschauen. Na, also allein optisch, das gibt nichts her. Nein, ist nichts fürs Auge. Ja, zum Beispiel beim Einkaufen gehen. Nicht? Also sie schiebt Wagerl, er sitzt drin. Nein, also das ist undankbar. Was ich mich hingegen immer wieder gefragt habe, ist die zwei, wo kommen die eigentlich her? Na, die waren auf einmal da. Ja? Gut, bei Adam und Eva zum Beispiel, da ist das in der Literatur geklärt. Ja? Aber die zwei, wo sind die her? Wer war das? Ja? Ja, und da können wir sagen, sie kommen von der Gottmutter der neuen österreichischen Kernfamilie. Das ist die berühmte Oma mit dem Sparbuch. Ja, das ist die Oma mit dem Sparbuch. Ja. Ma, die Oma. Moment, stopp, bitte berücksichtigen, die Oma mit dem Sparbuch hat nichts zu befürchten. Die Oma mit dem Sparbuch hat nichts zu befürchten. Auch darum kümmert sich die Politik, dass unsere Oma mit dem Sparbuch nichts zu befürchten hat, und zwar absolut nichts. Wenn Sie also zum Beispiel vorhaben, irgendwann einmal mit Ihren Kindern auf einer freien Eisfläche Eislaufen zu gehen und Sie sind Ihnen nicht sicher, ist die Eisdecke dick genug, schicken Sie die Oma mit dem Sparbuch vor, weil die hat nichts zu befürchten. Gar nichts. Ja, da kann überhaupt nichts passieren. Ja, da, jetzt hat natürlich jede Familie auch noch so C-Mitglieder, nicht? Also kennt man aus der eigenen, die man jetzt nicht so wirklich, wo du sagst, brauche ich nicht direkt. Also, die man am Stefanitag einlädt. Ja, die, genau. Also noch schlimmer ist es nur, wenn du hörst, da kommt uns dann irgendwann noch die Feier. Ja, also das ist dann noch eins. Das ist dann noch eins drüber. Ja, das schaut bei der neuen österreichischen Kernfamilie so aus. Da haben wir zum einen einmal... C-Block. Das ist der brave Steuerzahler. Dann haben wir natürlich noch den einfachen Häuselbauer. Ja. Und jede rechtschaffene Familie braucht natürlich auch ein Haustier. Und das ist in unserem österreichischen Fall selbstverständlich die Melkkuh der Nation. Die schaut so aus, gell? So, jetzt hätten wir Damen und Herren, bringen Sie das ins Hirn, Sie werden es brauchen. Das, Damen und Herren, ist
Die neue österreichische Kernfamilie. So schauen wir aus. Ja. Fesch sind wir eigentlich benannt. Ja. Wenn du so benannt bist, musst du um die Regierung keine Sorgen mehr machen. Gell? Nein. Nein. Wir waren die Gebrüder Moped. Auch ein eigenes Volk. Danke. Danke. Ciao. Gebrüder Moped.